Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Andrisch. Andrisch kultiviert auf höchst originelle und eigenständige Art eine erlesene Mischung aus verschiedenen Stilen des Black Metal, gekonnt vermischt mit Anteilen von Doom, Chant und Dark Ambient. Der Gruppenname Andrisch ist von der weltberühmten Südtiroler Bergsteigerlegende Reinhold Messner inspiriert, welche den dialektischen Terminus Andrisches Licht publizierte, was für seltsam, nicht geheuer, unheimlich steht und einfach perfekt zur atmosphärischen Musik der Würzburger Spitzenkönner passt. Gegründet im Jahre 2020 erforschen Andrisch mit ihren hochgradig charismatischen Atmospheric Black Metal die innere Welt, welche die große Bandbreite an Ausdrucksformen ermöglicht, die der menschliche Geist aus dem Innenleben hervorzubringen imstande ist. Ebenso niveauvoll thematisiert und nicht minder packend besungen, wird darüber hinaus auch die äußere Welt bei die tiefgründige Formation, im Wesentlichen die weiten Landschaften und die fesselnden Kräfte der Natur behandelt, die durch vergangene historische Expeditionen zu den extremsten Landschaften der Welt und zu einigen Wagemutigen aufs Extremste erfahren wurde. Am 8. April seien die unerschrockenen Visionäre um Gitarrist und Main Composer Robert Falcon Scott alle geneigten Hörer mit an, um mit der sensationellen Debüt-EP Expedition Dissonanzgrad eine musikalische und lyrische Expedition zu den Höhen der Welt und den Tiefen der Menschheit zu erleben. Das war's schon wieder. Ein Review wird es auch geben in Kürze. Bis dahin, abonnieren, Daumen hoch, Kommentare, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.